Offiziell präsentiert von der EVA Outdoor Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Moin und Waldmannsheil von der EVA 2023. Neben mir Walter Rösler. Walter. Hallo Keno, freut mich. Grüß dich. Ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben und die Zeit haben, gemeinsam uns dein neues Schmuckstück anzuschauen, die Signature. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich einmal kurz selber vor, bitte. Gerne. Mein Name ist Walter Rössler, bin Geschäftsführer und Eigentümer der Rössler Röber GmbH und sind ein kleines, ja, mittelständiges Unternehmen, die sich spezialisiert haben, Jagdwaffen zu produzieren, Jagdrepetierer im Speziellen. Ja, genau. Bekannt geworden bist du mit der Titan 6. Die hat im Laufe der Zeit ja auch nochmal ein Upgrade erfahren, ist weiterentwickelt worden und jetzt auf der letzten Jagd und Hund gab es dann die große Neuigkeit, die Rösler Signature. Aber erzähl uns einfach alles dazu. Genau, richtig, Kino. Also wir entwickeln laufend unsere Produkte weiter. Also wir bleiben nie stehen. Und natürlich hat die Titan 6 in 20 Jahren Produktionszeit immer wieder neue Features bekommen und wurde weiterentwickelt. Und das Ganze hat jetzt gemündet in unserer neuen Repetiererreihe, die Signature mit Handspannsystem. Und da haben wir eben einfach unsere Produktionserfahrung aus 35.000 Stück Jagdrepetierern hier einfließen lassen. Genau, Wahnsinn. Also im Grunde die bewährte Linie fortgeführt, aber jetzt eben zusätzlich um die Handspannung ergänzt. Genau. Normalerweise ist eine normale Sicherung, so wie ihr sie verbaut, schon unglaublich sicher. In all den Jahren ist mir nie irgendwo was zu Ohren gekommen, dass es Probleme mit einer Sicherung gab bei euch im Hause, aber trotzdem hast du gesagt, ich gehe noch sozusagen den Ticken drauf und sage, neben der klassischen Sicherung biete ich jetzt auch noch wirklich ein echtes Handspannsystem an. Genau so ist es. Also eine klassische Schiebesicherung ist per se natürlich sicher, wenn sie richtig produziert und gemacht ist. Ja. Aber natürlich ist die Thematik Handspannung doch eine sehr, sehr aktuelle und wichtige Thematik als Lösung für den ambitionierten Jäger. Genau. Und dieses Projekt hatten wir schon sehr, sehr lange auf der Pipeline. In Wirklichkeit haben wir eben auch schon damals, wo mein Vater noch gelebt hat, dieses Thema auf Planung gehabt. Ja. Aber weil wir halt so ein kleines Unternehmen sind, dauern Dinge oft viel, viel länger, als wie man glaubt. Ja, das ist einfach genau. So. Aber das zeichnet dich, finde ich, auch aus, dass du wirklich persönliches Herzblut in die Entwicklung steckst und sagst, ich gehe nicht mit irgendwas auf den Markt, was nicht deinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und die sind einfach 100%, mehr als 100%, muss ich sogar schon sagen, einfach die perfekte Waffe zu produzieren, funktionell durchdacht und alles muss funktionieren. Die Handspannung, magst du da noch zu sagen, ist eine Dreistellungssystem? Genau, also kurz zur Funktion. Richtig, du hast richtig gesagt, wir haben drei Positionen bei der Handspannung. Die Standardposition, wo eben die Waffe entspannt ist und eine Kammersperre aktiv ist. Und dann gibt es noch eine Position, die ist ganz links. Hier ist die Waffe immer noch entspannt, aber man kann die Waffe öffnen zum Entladen und Laden. Völlig sicher. Und eben wieder die Standardposition zurück. So würde ich eigentlich auf die Birsch gehen. Und wenn ich den Hebel ganz nach rechts rüber schwenke, jetzt ist erst die Schlagfeder gespannt, jetzt sind erst die Teile auch unter Belastung. Und so kann ich dann quasi weiter feuern, wenn es sein sollte. Und wenn ich nicht mehr weiter feuern kann oder möchte, bringe ich die Waffe wieder in die Grundstellung. Ja. Geht völlig geräuschlos, einfach zu bedienen. Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr leise, was natürlich dann auch für die Nachtjagd wieder interessant ist, gerade wenn man auf der Nachtjagd auf Saun unterwegs ist. Aber eben mit dem Aspekt der zusätzlichen Sicherheit wirklich die Waffe komplett entspannen zu können. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und eins musst du jetzt noch den Zuschauern erzählen. Ich kenne die Geschichte ja schon, aber Signature, wo kommt der Name her? Ja, wie ich vorhin jetzt gerade auch erwähnt habe, dieses Projekt mit der Handspannung haben wir schon lange in der Pipeline. Mhm. Und mein Vater hat da eigentlich also diese wichtigen Aspekte für ein erfolgreiches Unternehmen, für ein erfolgreiches Produkt festgehalten. Ja. Und das in einer Aktnotiz auch so fixiert.
Und mein Vater hatte die Eigenschaft, dass er interne Aktnotizen immer mit einem RE für Rössler Erich, also sein Kürzel, unterzeichnet hat. Und wir haben da lange überlegt, wie wir das, dieses Baby nennen sollen. Und weil wir uns natürlich immer zurückbesinnen, auch auf diese Grundthemen, wie ein Produkt und ein Unternehmen zu sein hat, haben wir uns entschieden, einfach nochmal als Hommage an an unseren Vater entsprechend dies halt Signature zu nennen, einfach als Zeichen, als Unterschrift und mit den letzten beiden Buchstaben in der Bildmarke, das sieht ja etwas sehr interessant aus, weil wir absichtlich dann die letzten beiden Buchstaben klein gehalten haben, so wie mein Vater eben seine Aktennotizen unterzeichnet hat. So großartig. Also nicht nur Innovation, sondern auch ein Stück Familiengeschichte, was du da auf den Markt gebracht hast. Unbedingt. Also die Tradition oder diese Dinge, die was man als kleines Familienunternehmen einfach haben muss, um erfolgreich zu sein, die sind nach wie vor da, sonst wird es nicht laufen. Super, ganz großartig. Du hast verschiedene Modelle, sage ich mal, oder Varianten besser gesagt, rausgebracht, verschiedene Schaft-Varianten als Beispiel. Hier haben wir die Hunter mit dem einstellbaren Schichtholzschaft. Genau. Du hast aber auch den ganz klassischen Schaft, du hast verschiedene Kaliber. Da würde ich einfach sagen, schaut mal auf die verlinkte Website und macht euch selbst ein Bild, welche Kombination für euch die passendste ist. Ich habe mich hier in das Modell tatsächlich schon verliebt und möchte mich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns hier nochmal den Einblick in dein neues Schmuckstück, in diese wunderschöne Signature gebracht hast. Ich danke dir. Ganz toll, dass ich hier die Möglichkeit hatte dazu. Immer gerne. Walter, danke. Ich wünsche dir noch eine gute IWA. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, dir vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Video hier bei Low Ready Media.